Willkommen zurück zu Warhammer 3 mit Katai. Wir sind am Arsch. So ein bisschen. Also wir haben jetzt zumindest mal eine Armee, die wir hoffentlich nächste Runde leicht nutzen können. Mit Einheiten oder so. Aber die sind durchgebrochen. Das ist das Problem, das ist das Ärgerliche. Die Festung auf Stufe 3 war nicht hoch genug, um diesem Angriffen standzuhalten. Jetzt ist auch wieder alles zusammen am Kacken. Alles zusammen ist am Kacken. Aha. Die Karawane trifft auf eine verbündete Patrouille, die mal wieder als einige Zeit verloren galt. Können Sie Jadekrieger Ambuschschützen oder Hellebarden nehmen? Wir nehmen hier die Hellebarden in dem Fall. Jetzt belagern sie das östliche Schildkrötentor. Das ist nicht ganz so schlimm hier. Ah, das ist erstmal nur eine Armee, die auch schon abgekämpft ist. Das ist erstmal in Ordnung. So, was wir jetzt hier machen müssen, mit den 17 Einheiten versuchen, die da anzugreifen und zu kämpfen. Wir müssen jetzt dringend die Schlachten gewinnen, weil ansonsten bricht da oben alles ins Chaos und das sollten wir eigentlich auch schaffen. Wir haben hier eine relativ gute Armee. Darf man nicht ganz vergessen. Zwei Einheiten sind Crap, drei Einheiten sind Crap, aber ansonsten haben wir hier Armbrustschützen, Jadekrieger und sogar Hellebarden. Die haben einen Trupp mehr, ist aber nicht ganz so schlimm. Denke mal, die Festung können sie nicht angreifen mit ihrer einen Armee. So, du bist eins. Ihr seid zwei. Ihr seid drei. Machen hier Plänkelmodus an. Stellen euch vorne hin. Euch ganz leicht nach hinten. Und du bist ja auch schon eine fähigere Tante. Ich hätte halt liebend gerne mal Harmonie. Aber scheinbar habe ich das Glück einfach immer nicht. Ah, das ist das. Das ist das Ding, ne? Okay, die haben. Oh, die haben fucking Mammuts, Alter. Okay. Müssen uns kurz ein bisschen vorbewegen. Nicht viel. Ne, warte mal. Brauchen die gar nicht. Denn. Könnt ihr auf die Mammut schießen? Müssen wir als erste Mammut töten? Ah ja, das sieht ganz gut aus, ja. Mal scheiß mal drauf, wir haben ja Zeit. Okay, das ist cool. Ah, jetzt ist nicht mehr cool. Jetzt ist nicht mehr cool. Jetzt wird's uncool. Aber wenn das erste Mammut schon mal tot ist, das wäre schon mal die halbe Miete. Ja, renn weg. Warum nicht einen auf... Na, warum nicht freundliche Einheiten töten? Bisschen beunfriedigend, unbefriedigend. So, pass auf. Geht noch nicht. Das geht aber. Einfach mal hier so rein, oder? Keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen Schaden machen. Ist doch wurscht. Ja, dann könnt ihr weglaufen, was ihr wollt. Gut, so effizient war es jetzt nicht. Was ist denn da die Range von dem Kackding? Gott, die Range ist ja minimal. Okay, dann regt ihr schon mal vor. Ach so, die kommen... Ah, hier ist Dings, hier ist gar kein Gebiet durch. Sehr cool. Ah, die kriegen schon mal gut auf den Sack, das gefällt mir. So, das ist jetzt nur die Frage. Die Jungs, glaube ich, können werfen nachher mit. Das heißt, da haben wir einmal Geschossspiegelung drauf mit. Dann machen wir hier das Ganze nochmal, aber dieses Mal mit Upgrade. Haben die schon Kills gemacht? Zwei. Ja, das sieht doch schon schön. Ah, da haben wir, die haben wir schön getroffen hier. Ja, ja, ja. Okay. Lol, das prallt ab, oder was? Hör auf. Ja, Leute. Das Mammut ist ein Problem. Das Mammut ist ein Problem, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Und das ist ein Problem, was unsere Armee zerstören kann. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir dieses Problem relativ schnell auch... Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. So. In der Mitte gibt es auch Fett auf die Schnauze. Ah, das Mammut flieht. Hervorragend. Mammut flieht.
Dann fallt ihr mal direkt in die Flanke rein. Ah, Alter. Kannst du dich kurz unsichtbar machen? Oder so, keine Ahnung. Irgendwas auf alle Fälle. Oder mal kurz da weg, weil... Würde ich nur ungern verlieren. Danke. So, jetzt machen wir einmal kurz den hier. Blub, blub, blub. Sehr schön. Nein, doch. Nee, ging gut. Okay, jetzt dachte ich kurz, das ist schief gegangen. Oh, die haben auch noch mit erwischt mit dem Zauber. Sehr nice. Ah, das Mammut lebt noch mal. Das Mammut macht meine Elite-Dinger kaputt. So wie zu dem Thema, dass sie schon tot sind. Das Mammut. Rennt ruhig weg. Wo sind denn eigentlich die Einheiten, die da oben lang gelatscht sind? Da waren auch mal welche. Tschüss, Mammut. Apropos tschüss, Mammut. Warum eigentlich hier keine Einheiten? Doch, da sind Einheiten, aber irgendwie sehe ich die nicht so richtig. Huh. Das Mammut jetzt tot? Ah ja, da ist es. Dünger für die Pferde. Für die Blumen. Blumendünger. Ja, das ist ein Sieg, okay. Wir haben fast keine Leute verloren. 200 Mann haben wir verloren. Ich beschwere mich hier darüber, dass wir fast... die Armee war schon... Ich glaube, die Armee hatte ja schon relativ... oder? Hatte die Schaden? Weiß es gar nicht. Hatten die Schaden? Oder sind die durchgerutscht ohne Schaden? Das einzige Problem ist, dass diese scheiß... Diese scheiß Mega-Orks da, oder diese scheiß Trolle, relativ gut durchgerutscht sind. Mach jetzt hier etwas, was ich normalerweise nicht mache, nämlich... wieder auffüllen. Einfach damit wir... möglichst... Oh, Ahnenkrieger. Möglichst viele Einheiten haben. So, was wir jetzt auch noch machen können, ist, können wir noch mal zwei Einheiten dazu rekrutieren. Wir haben leider keine Kavallerie hier. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Nehmen noch einmal die Boys, noch einmal Jadekrieger. Hau dir wirklich nur die besten Einheiten rein und raus. So, hier bauen wir eine Garnison hin. Habe ich ja schon angekündigt. Leider relativ viel Korruption von irgendwelchen Typen. Das sollte sich jetzt aber dann gleich erlegen mit euch. So, dann wieder back home. Oder auch nicht. Als ob, Alter. Als ob der echt nicht nach Hause kommt jetzt. Was ist das denn? Der große Schlund. Die stets hungrige oberste Gottheit der Oger ist eigentlich ein riesiger Krater, der von einem Meteoriten von solcher Größe verursacht wurde, dass er beinahe ihr gesamtes Volk vom Antlitz der Erde gefegt hätte. Okay, okay. Klar. Kein Problem. Die erleiden Verschleiß. Wir verlieren aber immer noch. Aber, da sie uns nicht angreifen, wissen sie natürlich genauso gut wie wir, dass ein Angriff hier nicht zu Erfolg führen würde. So, ihr leidet auch noch schön Verschleiß. Könnten aber nicht ausmarschieren aktuell. Wie gesagt, es wäre auch dumm. Es wäre auch dumm. Also ich denke mal, gegen zwei Armeen könnten wir gewinnen. Wie gesagt, davor waren es dreieinhalb Armeen. Und die haben auch relativ viel Schaden. Die haben eigentlich keine Chance gegen uns hier, oder? Also scheinbar schon. Aber auch nur unter den Umständen da. Oh, schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich will es gar nicht wissen eigentlich. Militärisches Bündnis, jawohl. Das nehme ich sehr gerne an mit euch. Gemeinsam sind wir stark für Katai. Und damit ist Katai eigentlich vereint. Okay, hier können wir sogar automatisch kämpfen lassen. Gibt einen Sieg. Okay, dann wäre ich jetzt dumm, wenn ich das nicht machen würde. Sehr schön. Dann haben wir den Angriff erstmal abgewehrt. Okay. In dem Fall heldenhafter Sieg. Das heißt dann quasi gar keine Verluste, oder was? Ja, okay. Und auch hier wieder richtig viel Kohle mit dazu.
Sehr schön. Wir haben nochmal richtig viel Geld bekommen jetzt. Naja, ist alles cool hier. Ach Gott, ihr geht mir alle auf den Sack, Alter. Ihr geht mir alle so hart auf den Sack einfach nur noch. Wir haben scheiß Rumgegammel hier in meinem Reich. Mal erstmal den Typen da töten. So, dankeschön. Ist eigentlich traurig, dass sie kaum Verluste erleidet aktuell. Und A, den Krieg auf die nächste Stufe. Verringert die Abkühlzeit. Verbessert den Zauber. Können die jetzt zweimal beschwören. Das ist sehr nice. Und was wir jetzt machen? Wir töten ihn. Wir haben ihn wirklich getötet. Sehr schön. Auch wieder Fettbelohnung. Geil. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Damit haben wir eigentlich den Angriff fast komplett abgewehrt. Wir müssen noch gucken, dass wir... Genau, hier Einheiten rekrutieren. Die können sogar Level-Ups gleich mal mit einstecken. Gargamantel, inspirierende Gegenwart. Stopp, Reset. Mashira, inspirierende Gegenwart. Nochmal ein Donnerknall mit dazu bei dir. Oh, schon Level 15, ne? Was ist das hier eigentlich? Erhöht rüstungslos dringenden Schaden. Riesiger stationärer Wirkungsbereich. Schaden pro Sekunde. Ah, noch eine Fertigkeit. Magische Reserven. So. Warum kann ich es jetzt nicht ändern? Ich habe mich nur ein paar Meter bewegt und ich kann es nicht ändern. Wollt mir doch alle verarschen. So, jetzt will man schon mal gewinnen. Ne? War natürlich zu lange schon warten, aber tatsächlich habe ich keinerlei Hektik. Alles cool. Müssen wir nur gucken, ob wir hier vielleicht kurz Kommandanten rekrutieren. Das erhöht die, der erhöht die Ausgaben, ja, aber mir geht es eigentlich nur darum, dass wir das Ding nachher schließen. So, das Ding haben wir auf Stufe 4. Und da werde ich auch noch einen rekrutieren. Der soll das Ding auch schließen. Dass wir die zwei Dinger schließen können. Weil da hinten brauche ich nichts. Das hingegen können wir nutzen mit unserer Armee. Wenn die dann soweit ist. So, Karawane. Auch hier das letzte Upgrade drauf. Ach, schau mal, da chillen hier. Schau mal. Die Invasion ist ja erstmal fehlgeschlagen. Jetzt muss ich nur leider meine Festung wieder komplett upgraden. Das taugt mir eigentlich am allerwenigsten, dass wir diese Festung wieder komplett upgraden müssen. So viel Mühe gegeben. Greif mich jetzt an, oder was? Wir werden ein paar Einheiten verlieren hier, aber das sind größtenteils trashy Units. Ja, naja gut, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, den Kampf suchen wir selber. Dafür sind unsere Karawanen stark genug. Okay. Die kam übrigens noch durch das Schlangentor. Haben jetzt ein paar Einheiten verloren, aber alles cool. Das ist kein Problem. Zauberresistenz, Arkane Kanalisierung, Energienachladung 40%. So, jetzt ist nur das Problem. Gut, jetzt machen wir erst noch Folgendes. So. Riss schließen. Ah, fuck, ich hab vergessen. Ich hab vergessen. Lol, ich bin so blöd. Klar, wir brauchen die Einheiten, um den Riss zu schließen. Scheiße. Okay, das war dumm von mir. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil... Ich hab's doch schon gemacht eigentlich die ganze Zeit. Wieso hab ich denn das vergessen? Wieso? Warum bin ich denn so blöd? Schon wieder. Lord Magistrate. Ohne Witz. Master of the province. So, das Ding graden wir jetzt nochmal auf. Das Ding nicht, weil... Denke mal nicht, dass da jetzt direkt Krawalle kommen hier. Okay, das ist tatsächlich ein kleines Problem, was ich noch nicht weiß, wie ich das lösen soll, weil da nochmal
eine Armee angelatscht kommt. Wir hauen jetzt erstmal das Dorf des Monats auf die nächste Stufe. Wir haben ja schon wieder Ying zu viel, das heißt, wir brauchen jetzt auf alle Fälle Yang. Das Ding können wir auch noch upgraden. Wir haben ja genug Geld. Bin ja eine Rich Bitch. So, wie gesagt, das Schildkrötentor, das ist... Ah, auch schon wieder gut regeneriert. Gut, die haben ja eh gar nichts mehr. Die haben auch nichts mehr. Die Armee regeneriert leider gerade wieder. Die ist noch ein Problem. Die Armee ist noch ein Problem. Ansonsten alles relativ cool aktuell. Wir nutzen jetzt hier den globalen Rack-Slot. Rekrutierung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum sagt er das nicht einfach. Habt ihr natürlich völlig recht. Einfach zwei billige Einheiten rein rekrutieren. Karawane? Ich schwöre, die Karawane, ne? Nachladefähigkeit und Nahkampfangriff. Karawane ist einfach Maschine. Ist effizienter als alles andere, was ich habe. Müssen natürlich trotzdem auch jederzeit damit rechnen, dass Einheiten durch unsere, durch die Portale kommen. Die können ja durch die Portale alle reisen. Ich ja auch, rein theoretisch. Ah, was für Medizin. Wir nehmen die extra Fracht mit. Für Geld. Und tatsächlich, die Offensive ist vorbei. Jetzt muss ich nur leider eins machen. Also machen wir es anders. Die sollen das Ding kolonisieren. Und die stellen wir als Verstärkung dahin. So. Fertig. Ende die Geschichte. Aus die Maus. Ah, jetzt können wir das problemlos beenden. Jetzt haben wir nicht Verbündete mit dabei. Sehr schön. Und die sind eh schon fast komplett tot. Perfekt. Besetzen das aber nur. Und haben die Fraktion auch komplett vernichtet. Sehr schön. Ah, passt auch perfekt. Auch gleich die richtigen Gebäude gebaut. Und das, der Rest ist ja hier Allies. Das heißt, ich denke mal, das sollte hier... Ja, sollte eigentlich passen. Wir haben ja relativ viel, allerdings relativ viel Slanisch-Korruption von dem Ding da. Boah, Level 25, Alter. Übertreib halt. Nachwachsen. Maximale Trefferpunkte Wiederherstellung nicht erreicht. Verstärkt Effekt, füllt Trefferpunkte, bla bla bla. Und denn? Ey! Und das jetzt? Also das ist... Das ist ein relativ teurer Sieg. Also das... Dann doch mal gern selber schlagen, weil Pyrrhus Sieg, da meine komplette Armee draufgehen lassen. Wegen diesen hässlichen Viechern. Blutgurgler. Das sind 300, 400 Mann. Leider meine Armeen nicht so stark, wie ich das hier gern hätte an der Stelle. Ich muss übrigens ganz ehrlich sagen, so ein kleines Zwischenfazit schon mal von mir. Eigentlich auch relativ lustig, wenn ich jetzt von Zwischenfazit rede. Aber so ein kleines Fazit kann man, glaube ich, mal abgeben von meiner Seite aus. Für Warhammer 3, das ist ein sehr gutes Spiel aktuell. Und ich glaube sogar, es hat ein paar Fehler, wir haben es ja auch schon gesehen, KI hat ein paar Aussetzer und so. Aber es ist das beste Warhammer. Und wenn man jetzt mal beiseite lässt, dass es kein historischer Teil ist, was ja für viele mal ein Hauptkritikpunkt auch ist, dass es nichts Historisches gibt, aber jetzt mal davon abgesehen, historisch, non-historisch, ist es einfach mit eines der besten Total Wars bis heute. Das muss man einfach so anerkennen. So, du bist kein Zauberer, du bist ein Nahkämpfer, by the way. Ich weiß gar nicht, weil ich den Gedanken hatte, dass es ein Zauberer ist. Muss man aufpassen, weil die hier relativ aggressiv anmarschieren gerade. Ne? Oh, oh. Was sind die denn so schnell, diese Ogre, Alter? Mal ohne Witz. Kann man den Typen direkt töten vielleicht?
Also früher haben sich die Bogenschützen noch zurückgezogen, wenn ich ihnen das befohlen habe. Da kommt der Feind mit seiner restlichen Horde. Zaubert da irgendeiner? Ich habe einen Zauber gehört. Okay, machen wir deinen Zauber hier an. Auf dich selber. Oder hier auf dem Boden, keine Ahnung. Dass wir den Hund da gleich töten. Auf ihn. Ah, die sind aber relativ schnell hier auf dem Fuß auch. Die werden sich leider gleich wieder sammeln. Da müssen wir aufpassen. Wer schießt denn hier? Leute, Alter, zieht euch doch bitte mal zurück jetzt. Okay, der ist fertig. Wortwörtlich. Achtung. Ogerbullen. Die heißen einfach Ogerbullen. Schön. Weg. Überall so Hunde mit dabei. Sind die weg? Ne, die kommen wieder. Schade, das ist genau das, was ich gesagt habe. Die kommen jetzt natürlich wieder. Na. Plänkel-Modus ausmachen. Der macht relativ wenig Sinn, dieser Plänkel-Modus. Jetzt gerade in der Situation. Okay, der ist weg. Da hat er Zeit, die Kavallerie einzusetzen. Und nicht komplett auf die... Alter! Diese Bullen! Achtung, warte. Das hat noch Cooldown in der Woche. Okay, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Bogenschützen da oben hingeschickt hatte. Aber gut, scheinbar schon. Die kommen aber gleich nochmal wieder. Leider relativ sicher. Dass die noch nicht genug haben. So. Auf geht's, dorthin. Ah, diese hässlichen Orks. Ogre-Orks. Das ist auch ein Chaos, weil das Problem ist, dass die Front halt einfach mal einmal zerschmettern. Wisst ihr, was ich meine? So, die gehen einmal durch die Front durch, juckt die gar nicht. So, Front existiert für die nicht. Die wissen gar nicht, was das ist, Front. Front, nie gehört. Ja, schau ich das an, das meine ich. Die latschen einfach durch unsere Einheiten durch. So, immerhin, das haben wir schon mal geschafft. Oh Gott, die haben auch noch außer Kontrolle. Das heißt, die kämpfen so lange, bis sie tot sind. Macht es auch nicht viel besser. Schaut es bei dir so aus? Ein bisschen. Okay, wir haben gewonnen. Hat einen Kill gemacht. Super nutzlos. Also aus dem Pyrrhus-Niederlage oder. Ne, Pyrrhus-Sieg wäre es gewesen, ist jetzt ein knapper Sieg geworden. Haben die aber deutlich mehr wehgetan. Also wir haben ein Viertel unserer Armee verloren. Die haben die Hälfte ihrer Armee verloren. Nur sehr schwierig, wirklich sehr schwierig gegen Ogre zu kämpfen. Sehr, sehr schwierig. Mit dem, dass sie einfach durch die Front durchrennen können, gefühlt. Das ist tatsächlich ein bisschen... Game-changing, sage ich mal. Ah, Gold, Gold, Gold. Also ich finde es auch schön, ich finde es echt cool, wie viel Belohnung man auch bekommt hier die ganze Zeit. Und wir leiden wieder nicht Verschleiß. Wegen der Slanisch-Korruption. Ah, ne, wegen Wüste. Ja. Klar. Logisch. Ach so, das ist der Zauber. Ah, klar, freilich. Angriffsbonus. Feindesjäger. Ja, ja. Bis jetzt hat er ja nichts. Ah, das ist bei Krise hier tatsächlich. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir jetzt hier nicht dann, dass sie sich nicht an uns rächen und uns kaputt machen. Okay, ich würde aber erstmal sagen an der Stelle, wir machen erstmal Pause.
Es ist die nächste Folge wieder, meine Freunde. Macht's gut. Tschüssi.